Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Profi-Kommentare auf diesem Kanal, dem beliebtesten Format hier sozusagen. Aufruftechnisch sind wir ganz gut dabei bei den letzten zwei Teilen gewesen. Gut, über das Like-Dislike-Verhältnis könnte man sich streiten, aber genau aus diesem Grund hier jetzt nochmal eine Info, was dieses Format überhaupt ist, bevor niemand es versteht. Auch hier nochmal die Erklärung. Ich schaue mir Kommentare bzw. Rezensionen und Bewertungen unter den Google-Seiten von verschiedenen Freizeitparks in diesem Format an und lese die euch im Endeffekt einfach nur vor und kommentiere die teilweise. Das war's. Es sind Profi-Kommentare in Anführungszeichen von Anführungszeichen Profis, die ihre Meinung geschrieben haben, die ich eben kommentiere. Und das ist auch schon das ganze Format. Das sind nicht meine eigenen Meinungen und natürlich soll niemand mit meinen Aussagen oder Ähnlichem verletzt werden. Es dient einfach nur zur Unterhaltung. Ja, und so viel dazu als Einleitung. Damit viel Spaß mit diesem Video und dem dritten oder vierten Teil von Profi-Kommentare kommentieren. Let's go! Heute schauen wir uns wieder ein paar Bewertungen und Rezensionen vom Phantasialand an, beziehungsweise von Besuchern, die unter der Phantasialand-Google-Seite, ja, kommentiert haben. Ganz genau. Und wir starten heute mit Victor. Der hat vor 2 Monaten einen Stern nur gegeben. Und wieso, das schauen wir uns jetzt mal an. Lange Schlangen am Eingang. BL #Hashtag Maskenpflicht nicht nur in Warteschlangen, sondern auf ganzem Gebiet. Obwohl keine Schanze auf 1,5 Meter Abstand besteht. Kein Mensch haltet sich daran. Bei 36 Grad sind wir mit meiner Frau fast gestorben. Hab mir Slush-Eis gegönnt, hab aber keine tote Spinne dazu bestellt in den Getränk. War richtig eklig. Kotz-Smiley. Nach 1,5 Stunden Anstehen an Wasserrutsche haben wir Hunger bekommen. Und eine nicht gerade köstliche Pommes mit Chicken Crossies schmeckte wie von vorgestern. Dazu noch 5 Bienen, die mitgegessen haben. Phantasialand insgesamt unübersichtlich und komisch aufgebaut. Berg hoch, Berg runter, Treppen hoch, Treppen runter und so weiter. Gibt's ein paar gute Rutschen, aber das war's auch schon. Zumindest waren die Mitarbeiter von Verkaufsständen nett. Fazit, nie wieder, viel Spaß beim Besuch. Ja, vielen Dank für deine tolle Bewertung und vielen Dank, dass du uns allen viel Spaß beim nächsten Besuch wünschst. Ich habe jetzt nicht alles so 100% verstanden. Da waren jetzt, glaube ich, ein paar Fachbegriffe drin, die ich jetzt nicht so ganz deuten konnte. Scheint auf jeden Fall insgesamt ein ganz cooler Rutschenpark zu sein, der vielleicht sogar schon Rulantica-Konkurrenz macht. Insgesamt klang das ja jetzt alles gar nicht so schlecht. Beim nächsten Mal werde ich auf jeden Fall auch ein paar Chicken Crossies und ein Slush-Eis probieren und dann mal gucken, wie mir das Ganze schmeckt. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Bewertung. Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Manchmal frage ich mich wirklich, ob manche Menschen einfach mit Absicht so schreiben, blöd sind oder tatsächlich, es gibt natürlich auch gewisse Krankheiten und Einschränkungen, keine Ahnung. Wenn man sich vornimmt, eine Rezension zu schreiben, also man setzt sich hin und war so beschwert über den Tag, alles war kacke. Und dann, wenn man das aufschreibt, dann frage ich mich, wieso man dann nicht halbwegs vernünftig schreibt, sondern einfach so ein Gefasel dahin rotzt, mit dem auch niemand was anfangen kann. Aber ja. Er war auf jeden Fall sehr unzufrieden mit seinem Tag im Rutschenparadies Phantasialand. Weiter geht's mit der nächsten Person, die eine tolle Bewertung geschrieben hat, auch ein Stern nur vor 2 Monaten. Die da lautet: Auf der FAQ-Seite ist zum Thema Umtausch vermerkt, dennoch bemühen wir uns bei Umtauschanfragen stets darum, den Wünschen unserer Kunden entgegenzukommen. Bei einem Anruf, weil es am Wochenende 37 Grad im Schatten werden und meine Oma das nicht durchhalten kann, wurden wir nur unfreundlich abgewimmelt. Die Tickets sind natürlich schon bezahlt. Die Oma darf jetzt auf dem Geld sitzen bleiben, aber man weiß ja, dass Rentner in Deutschland es haben. Ganz genau. Hier finde ich tatsächlich ganz nice, dass so ein Umschwung komplett auf ein anderes Thema gemacht wurde. Also einmal über die Rentensituation in Deutschland sich noch im letzten Satz kurz beschwert wurde. Das ist natürlich ein Punkt, wo das Phantasialand eine sehr wichtige Rolle spielt. Andernfalls ist es so, muss man ganz ehrlich sagen, ja, wenn man unfreundlich abgewimmelt wird, kann das sein. Glaube ich allerdings ehrlich gesagt nicht. Ich kenne das Phantasialand-Hotline-Team als relativ freundlich und hilfsbereit. Aber klar, dass wenn da steht, dennoch bemühen wir uns stets darum, dass das dann nicht so 100% immer gemacht werden kann, ist ja irgendwie zu erwarten. Und dann kann das halt passieren. Das ist nun mal aktuell nicht anders lösbar. Aber insgesamt, ja, trotzdem eine interessante Bewertung. Die arme Oma tut mir auf jeden Fall leid. Ich hoffe, dass sie trotzdem diesen Hitzetag überlebt hat. Und dann geht's vielleicht ein andermal ins Phantasialand. Die nächsten Rezensionen, und ich sage mit Absicht Rezensionen, sind quasi zwei, die quasi genau das Gegenteil sagen. Und das ist mir extrem aufgefallen, dass das so das Hauptding in den letzten paar Monaten war. Denn die Meinungen gehen hier zum Thema Corona stark auseinander, sag ich mal so. Der erste ist von Ralf
wurde vor einem Monat geschrieben und natürlich auch wieder nur eine 1-Stern-Bewertung. Leider sehr unfreundliches Personal gegenüber den Gästen. Hinsichtlich Maskenpflicht würde sich sofort im Ton vergriffen und mit Parkverbot Security gedroht. Ohne zunächst einen Hinweis zu geben. In der Sache ist man natürlich im Recht, falls sich die Leute nicht dran halten, aber diese Art und Weise ist absolut daneben. Dann das Gegenstück. SK schrieb ebenfalls vor 2 Monaten und ebenfalls mit einer 1-Stern-Bewertung: Fahre sehr gerne hier, der Park ist eigentlich super, aber von Abstand hat hier kein Mensch etwas gehört. Hier sollte das Personal mal härter eingreifen. Auch die Maskenpflicht wird von vielen im Wartebereich nicht eingehalten. Sehr verantwortungslos, nicht nur vom Park, sondern auch von den Mitmenschen. Das ist halt so eine Sache, es gibt immer Menschen, die sich beschweren. Entweder ist es zu viel, was der Park macht, oder es ist zu wenig, was der Park macht, oder dies oder das. So ist es nun mal. Die Meinungen gehen da jedes Mal komplett auseinander und das hat jetzt nichts nur mit Corona zu tun, sondern ist ein Ding, was einfach an uns Menschen liegt, glaube ich. Einfach überall in jeder Hinsicht. Und so auch in diesem Fall, das Thema Corona spielt eine wichtige Rolle in der Kommentarsektion vom Phantasialand, habe ich eben schon gesagt. Ich war jetzt schon mehrfach während Corona im Park und es gibt ein paar Punkte, wo man sich drüber streiten kann. Hauptsächlich würde ich allerdings sagen, liegt es schon an den Parkbesuchern, dass die sich oft nicht daran halten. Das Personal geht so gut, wie es geht, damit um, aber man kann auch nicht erwarten, dass im ganzen Park verteilt 50 Mitarbeiter rumstehen und die ganze Zeit kontrollieren, so du ziehst jetzt die Maske wieder an und alles. Wird, soweit es geht, auch gemacht, aber das kann eben natürlich auch nicht überall und dauerhaft im Park der Fall sein. Ist klar, man erwartet da ein bisschen Selbstständigkeit von den Menschen in so einer Situation. Ein paar Punkte, die von meiner Seite aus gegen das Phantasialand während Corona sprechen, gibt es natürlich auch. Ich finde zum Beispiel diese Abstandsmarkierungen, mittlerweile wurden die teilweise durch besser erkennbare ersetzt, aber vorher waren es so schwarze Punkte, auch in Indoor-Wartebereichen, wo ich mir natürlich denke, ja gut, schwarze Punkte auf dem Boden in der Geister-Rikscha oder in der Queue-Line von Mystery Castle machen jetzt nicht so viel Sinn, weil man ohnehin schon eigentlich gar nichts sieht und solche Punkte bringen halt dann auch null. Mittlerweile, wie gesagt, wurde es teilweise etwas aufgebessert. Man muss aber sagen, es gibt Parks wie den Movie Park zum Beispiel, da ist mir das sehr positiv aufgefallen, die in dieser Hinsicht schon deutlich besser mit dem Thema umgegangen sind, meiner Meinung nach. Und tatsächlich, das Phantasialand ist so ein Zwischending. Insgesamt, man bemüht sich, aber ja, es ist noch nicht alles perfekt, sag ich mal so. Sehr schön, weiter geht's mit einem Kommentar von einem Local Guide. Oh, ebenfalls eine 1-Stern-Bewertung vor 3 Wochen von Stefan. Er schreibt, die neue Achterbahn Fly ist ziemlich langweilig, schnörkelt sich sehr belanglos die Strecke entlang, die beiden Beschleunigungen sind nicht wirklich schnell, für die lange Bauzeit nicht wirklich gut. Oh my word, that was absolutely incredible. I'm pretty speechless right now. Unglaublich, was sich das Phantasialand hier hingestellt hat. Leute, Real Talk, Alter, das Ding ist geil, aber sowas von. Ich bin begeistert, also das ist wirklich... Ist doch mega geil. Das ist natürlich eine Meinung, die man haben kann, die ich persönlich jetzt nicht so ganz unterstütze. Fly ist schon eine sehr besondere Achterbahn. Ich weiß nicht, ob alle irgendwie immer erwarten, dass das Phantasialand jetzt grundsätzlich einfach immer einen drauflegt, also nach Taron irgendwie ein Launchcoaster mit 5 Beschleunigungen und der doppelten Geschwindigkeit oder so und noch mit 10 Inversionen. Das Phantasialand ist nun mal ein Familienfreizeitpark und muss sich deshalb auch irgendwie mal Kompromisse eingehen. Und dann ist Fly natürlich eigentlich eine ganz gute Option, denn es ist eine noch familienfreundliche Achterbahn, die aber trotzdem einen gewissen Thrill-Faktor hat, weil an manchen Stellen ist die Bahn dann doch etwas intensiver, vor allen Dingen eben im Abschnitt vor dem 2. Launch, meiner Meinung nach, merkt man das recht deutlich, kann fast von der ganzen Familie gefahren werden und sieht halt einfach mega aus. Klar, jeder kann zu einer Achterbahn eine eigene Meinung haben, aber ich finde trotzdem immer interessant, wie grundsätzlich manche Leute ihre Bewertung schreiben für den Park, also das ist ja jetzt nicht eine Bewertung zu Fly, sondern für den Park und dann 1 Stern geben, weil sie nicht 100% zufrieden mit der Neuheit sind. Kann man sich jetzt drüber streiten, ich persönlich finde Fly auf jeden Fall ganz nice. Stefan Heinrich vermutlich nicht, das tut mir natürlich leid, aber dann hat er hoffentlich noch genug andere tolle Achterbahnen, die er im Phantasialand fahren kann. Die nächste Rezension kommt von Papa Delta Victor, der hat ebenfalls nur 1 Stern vergeben und zwar auch vor 1 Monat und er hat ein ganz anderes Problem im Phantasialand entdeckt, wo sich der Park wirklich dringend mal drum kümmern sollte und zwar folgendes. Gute Achterbahnen, Wartezeiten sind okay, Minuspunkte für die vielen Wespen, extrem lästig, wenn man versucht draußen etwas zu essen und zu trinken und für das teilweise sehr unfreundliche Personal. Der Kasernhofton mit vollzahlenden Kunden ist völlig daneben und hat mir so richtig meinen Tag versaut. Gut, dass Mitarbeiter mal was strenger sind, vor allen Dingen während Corona hatten wir eben schon. Kann passieren, das ist nun mal so. Es gibt manchmal Personal, was dann eben nicht damit umgehen kann. Aber wenn die ganzen nervigen Besucher auch immer meinen, über alles rumzumotzen und zu meinen, sie müssen ihre Maske jetzt nicht ansetzen, gut, dann haben sie halt Pech gehabt, dann werden sie halt mal angeschnauzt. Ist irgendwie auch meine Meinung. Ist halt einfach so, irgendwas müssen die ja tun, weil wenn sie nichts tun, werden sie von den Besuchern angeschnauzt, weil sie nichts tun. Also, ja.
einfach machen lassen. Sehr interessant finde ich wirklich den Kritikpunkt mit den Wespen. Das ist natürlich ein Ding, wo das Phantasialand auf jeden Fall was gegen tun sollte. Und da finde ich den einen Stern auf jeden Fall gerechtfertigt. Weil so geht es natürlich nicht. Also man kann ja nicht 50 Euro bezahlen, dann in den Park gehen und dann gibt es überall Wespen. Also das ist wirklich etwas... Ne, geht nicht. Ehrlich, sorry Phantasialand. Ich habe auch einen Kommentarschreiber gefunden, der wohl sehr zufrieden war. Und mit diesem Kommentar bzw. dieser Rezension kommen wir auch zum Ende dieses Videos. Denn Sangyu Di Toro hat vor einem Monat einen Stern vergeben und mit folgender Begründung. Begrenzte Anzahl von Besuchern, Fragezeichen, Ausrufezeichen, dennoch 2 Stunden warten, bis man Achterbahn fahren kann, wahnsinnig geil, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Die Parkplätze überfüllt, Ausrufezeichen. Abstandsregeln werden missachtet, Ausrufezeichen. Sehr gut, weitermachen. Gut, man sieht, es gibt auch Gegenbeispiele, es gibt Leute, die sehr zufrieden mit der Leistung des Parks sind und das muss man natürlich dann auch in einer Bewertung hinterlassen, damit der Park auch sieht, ja, es gibt auch Menschen, die das gut finden, wie wir das machen und die zufrieden mit ihrem Tag im Phantasialand fahren. Und damit kommen wir auch zum Ende dieses Videos. Ich hoffe natürlich, dass euch diese 3. oder wie auch immer 4. Folge dieses Formats gefallen hat. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Falls ihr es noch nicht getan habt, schreibt gerne auch mal eure Meinung zu irgendwas in die Kommentare. Irgendwelche anderen Kommentare und Rezensionen, die ihr im Park mal mitbekommen habt oder irgendwo gelesen habt. Wir hören uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao.